Guten Tag, die Herrschaften, und willkommen zu einem neuen Video von Mountain Blade 2 Bannerlord. Und ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was ich letztes Mal gemacht habe. Wie so häufig, aber ist nicht so schlimm. Das können wir relativ schnell rausfinden. Ware habe ich auf jeden Fall nicht dabei, richtig. Wollte ich nicht eigentlich ein bisschen plündern gehen? Ich glaube, ich wollte plündern gehen. Und Edelmänner. Um ihr Hab und Gut bestehlen. Hört sich auf jeden Fall nach dem Plan an. Was wird aus euch, wenn ihr mal groß seid? Genau. Was hier will ich einen Sergeant machen? Deswegen machen wir da einen Footman draus. Passt. Crossbow. Nee, mache ich nicht. Ach genau, stimmt. Das wäre mal vielleicht in der Zeit, komm, nehmen wir sie halt. Es wäre vielleicht mal in der Zeit, ein paar Leute rausschmeißen. So, lösegeldtechnisch. Wir haben da nämlich noch gut was über. Wie gesagt, Crossbowman, nee, will ich eigentlich gar nicht. Was wirst du, wenn du mal erwachsen bist? Oh, ein Banner Knight, den behalten wir mal vorsichtshalber. Die Schocktruppen, die hätte ich eigentlich ganz gerne. Aber hier, Rekruten, braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Sea Raider schmeiße ich auch raus. Schmeiß ich raus. Was wird denn aus dir? Bogenschütze. Vielleicht mit Pferd. Das wäre nicht verkehrt. Den behalten wir mal. Das hat sich sogar gerade gereimt. Gut, und ich würde einfach sagen, wir haben heute einfach ein bisschen Spaß mit Händlern. Haben wir genug Essen? Ja, haben wir. Und ja, komm, wir machen einfach ein paar Leute platt. Hilft ja nicht. Bleibet ihr stehen. Wir trauen euch nicht. Wir machen euch fertig. Das mach ich alleine. Ich glaube, ich versuche das wirklich mal kurz alleine. gut, also ich glaube, als ich das letzte Mal sowas versucht habe, bin ich, glaube ich, drauf gegangen. Die immer mit ihren blöden Steinen, Dreckklumpen, was auch immer. Das nervt. Vor allem mit einer Genauigkeit. Das ist unfassbar. Na komm. Ich lenke die hier ab und meine Truppen sollen einfach hinterherkommen. So, jetzt haben wir einen erwischt. Und schon kommen die Pfeile angeflogen, noch und nöcher. Ich bin mir gar nicht so sicher, gibt es Friendly Fire? Ja, das war's, ne? Das tut mir leid. War nicht so gemeint. Nee, aber damit kann man natürlich kein Geld verdienen, das läuft so nicht. Wir reiten wieder zu den Vlandians. Und verdienen uns da hoffentlich eine goldene Nase. Theoretisch wäre es natürlich clever, wenn wir uns einfach hier irgendwo hinstellen und darauf warten, dass Karawanen durchkommen, weil das ist halt der einzige Weg in unser Reich. Wäre voll clever, vermute ich mal. Bogenschütze geht immer. Und ne, den will ich nicht. Die hätte ich verkaufen können, verdammt. Gucken wir gleich mal, ob wir in der Stadt da was machen können. Ja, schön ein paar aufgerödelte Soldaten, das ist immer gut. Die Raider, ja gut.
Die lassen sich nicht zähmen. Dafür brauche ich einen Perk. Ich weiß aber nicht welches. Das wird auch nicht so wirklich angezeigt. Was ich ein bisschen doof finde, aber gut. Wir können aber gucken. Vielleicht, wo reitet denn Tarik hin? Tarik, warte er. Ich muss mich der einen oder anderen Armee... Ach, guck mal. Der einen oder anderen Armee mal anschließen. Wenn ich irgendwann mal ein eigenes... eigenes Schloss haben will. Weil da bin ich ein bisschen abhängig davon, wie wir geholfen haben bei Eroberungen und solchen Geschichten. Oder wenn ich das schon sehe, wie wenig Fressen die dabei haben. Alter. Oh, das wird ja vorne und hinten nicht lang. Dykaron? Wo ist denn das? Das ist doch am Arsch der Welt. Wir kommen da doch nie an. Jetzt reiten wir nach Charas. Okay, das ist schon besser. Wir gerade einfach Truppe um Truppe verlieren, weil wir nichts mehr zu fressen haben. Das ist natürlich immer geil. Schließe mich lieber gleich Talas Army an. Ne, jetzt gehen wir nach Usank. Ja, dachte ich mir nämlich schon, dass die Army in Disperse geht, also dass sie sich auflöst. Gut, dann raiden wir jetzt halt das Village. Achso, ich muss attackieren. Erst ausradieren und dann plündern, das ist irgendwie sinnvoll. Wir haben ja tatsächlich mittlerweile echt einen Haufen einen Haufen Reiterei. Soldier! Footman! Attack! Not advance! So, ich gehe jetzt nochmal mit der Kavallerie. Ein bisschen wildern. Ich hoffe, die haben nicht so viele Speerträger dabei, aber... Ich bin immer als erstes da. Ach du Scheiße. So viel zu den Alter! So viel zu den Speerträgern. Okay. Ich hole meine Fußsoldaten noch dazu. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich hole mal kurz komplett die Truppe wieder zusammen. Okay, wir haben bisher noch keinen verloren, aber es sah nicht so gut für die aus, gefühlt. Wir haben auch mittlerweile gar nicht mehr so Fußsoldaten. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich da eine ordentliche Mischung hinkriege. Die Fußsoldaten machen halt echt einen kurzen Prozess, ne? Guck, guck. Oh, verdammt, vorbeigeschlagen. Ist einfach überrollt. Nee, dem geht's nicht mehr so gut. War jetzt nicht meine beste Schlacht, aber ist okay. Prisoner, nehmen wir die mit. Ich bin gerade echt im Überleben, nehmen wir die mit. So, die hier auf jeden Fall mal aufrüsten. Eigentlich müssen wir sie mitnehmen. Können ja alle noch ein bisschen besser werden. Beziehungsweise, nee, die nicht, die können wir verkaufen. Wie viele Truppen habe ich noch frei? Ach, guck mal, wir sind tatsächlich am Limit gerade. Ein paar Leute aufrödeln. Nee, das wird Infanterie. Sehr schön. Ein Sergeant. Okay, die können wir immer noch nicht machen. Vielleicht schmeiße ich die
Raider raus. Weil ich kann sie eh nicht weiterentwickeln, solange ich dieses ominöse Perk nicht habe, was ich nicht weiß, was es ist. So, und jetzt bitte einmal richtig traden. Okay, die mögen uns jetzt alle auf einmal nicht mehr. Warum bloß? Was erwartet ihr, wenn ich euch raide, dass ihr mich mehr mögt, weniger mögt? Hier die ganzen Statusmeldungen klicken wir alle mal weg. Interessiert mich nicht. Steht ihr die ganze Zeit nur da, dass irgendwelche Armeen gegründet wurden? Aber hier schön Oliven und sowas, das ist gut. Olivenbutter. Das hat sich, glaube ich, halbwegs rotiert. Ach, die mögen das nicht. Oh, unser Scholar, den wir dabei haben, der mag es nicht, wenn wir Leute ausrauben. Oh, guck mal, das gibt doch wenig. Das gibt eine schöne Schlacht, wollte ich gerade sagen. Die versuchen mich zu verstricken in eine Schlacht und gegen die doppelte Zahl möchte ich es ehrlich gesagt vermeiden zu kämpfen. Deswegen versuch mal einen wegzulocken. Lock, lock, lock. Ah, jetzt kommen die anderen wieder. Auch gegen die Hunderter lege ich mich an. Aber nicht gegen beide. Das wird doch eine schöne Schlacht jetzt, glaube ich. Attacke. Ich bin auch wieder voll im Saft. Infantry! Move! Archers! Forward! So, die Archer bitte mal hier hin. Dann. Horse Archers! Ich habe nur noch zwei Plänkler. Was ist da denn passiert? Egal. Bitte die Kavallerie zu mir, weil die haben bestimmt auch Bögen. Und jetzt muss ich mal wieder die Friendly Troops Geschichten ausschalten. Wir warten jetzt tatsächlich. Da hinten kommen sie. Ich habe ja nicht mehr leider die Cheer-Mod. Aber das wäre jetzt quasi der perfekte Moment für meine Truppen mal zu jubeln. Okay, voll vorbeigehauen. Alter, Autschi. Okay, da springe ich jetzt tatsächlich rein. Meine Fußsoldaten sollen wissen, ich bin bei ihnen. Den habe ich erwischt. Sogar ganz gut. Auch erwischt. Ja gut, das wäre jetzt halt so ein Straving, ne? Immer wieder angreifen, zuschlagen. Lass mal schön meine Schützen in Ruhe. Kollege. Oh, blockt mich doch nicht. Okay, die sind ordentlich gepanzert. Wenn sie ordentlich gepanzert sind, bedeutet es aber, dass sie langsam sind. Uiuiui. Nee, nicht erwischt. Nochmal erwischt. Ich mache jetzt aber tatsächlich doch mal wieder an. Ich brauche eine andere Farbe für meine Truppen, ey. Man erkennt es nicht immer so gut.
Die Reiterei von denen will sich noch nicht geschlagen geben. Wobei, jetzt machen sie einen Abgang, glaube ich. Oh, das war's, Pferdchen. Entschuldigung. Ja, verdammt. Jetzt sind sie echt abgehauen. Ich sehe mal kurz zu, ob wir hier irgendwie noch ein paar Flüchtende uns holen können, weil... Ja gut, die sind da hinten schon. Die können sich jetzt mit der anderen Armee zusammenschließen. Mit den paar 70 oder was das ist. Fällt übrigens gerade was auf. Irgendwie war meine Aufnahme verschoben. Der Aufnahmebildschirm. LOL! Das ist jetzt... ungünstig. Das war jetzt nicht so gut. Naja, erstmal Prisoner. Sterben kann ich ja nicht so richtig. Alter, 75 Prisoner. Nehm mal mit. Alles meins. Das hat ordentliche Erfahrung gegeben für meine Soldaten. Brauchen wir denn hier? Die hier hätte ich gerne. Also brauchen wir die Clan Warrior. Ach guck mal, den kann ich jetzt tatsächlich mal aufrüsten. Kann ich noch ein paar Leute... Zwei Stück. Zwei Stück kann ich noch rekrutieren. Den hätte ich gerne, den... sturgischen Soldaten. Und was nehme ich noch? Was wirst du, wenn du mal groß bist? Ja, ich will die Schocktruppen haben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wir sind komplett über dem Limit drüber, was Leute angeht. Was voll in Ordnung ist. Wir gehen jetzt einfach nach Rotisia und verkaufen die einfach alle. Na guck mal, hast Schiss vor uns, ne? Ah, guck mal, warte mal, warte mal, warte mal. Do you want to resolve owner? It will be owner. Darf ich mitmachen? Ne, darf ich natürlich nicht. Warum darf ich mich immer noch nicht bewerben? Das ist doch nervig. Ja gut, aber... ein bisschen beteiligen wollen wir uns an der Politik. Ich habe jetzt für Oleg gestimmt, 20 Ruhm investiert. Ich will mich ja beliebt bei ihr machen. Hinrichten ist übrigens immer eine blöde Idee, weil alle hassen einem danach. Karawanenmeister. Okay, ja. Geht so. Oh, den Champion, den hätte ich gerne. Aber der will sich noch nicht uns anschließen. Landianische Infanterie kann man aber behalten. Was haben wir denn hier? Der hat schöne, eine schöne Stangenwaffe. Und das ist auch schon die höchste Ausbaustufe. Den will ich auch haben. Ja, gut, den Hunter. Wobei, Sturgeon Hunter, wie gut sind die denn beim Bogen? Boah, ganz okay. Nee, brauchen wir nicht. Sharpshooter. Crossbowman brauchen wir nicht. Speermänner brauchen wir auch nicht. Rekruten sowieso nicht. Footman. Könnte man überlegen, aber die kriege ich auch so. In höherer Ausbaustufe. Den können wir mal behalten. Kriegen wir immerhin schon mal fast 3000 Tack für. Und wir können eigentlich auch mal anfangen, Sachen zu verhökern.
was wir jetzt alles so Schönes uns erstritten haben. Brauche ich nicht. Waffentechnisch findet man bisher echt nur Murks. Können wir mal kurz gucken, ob Schilde irgendwie hier was Gescheites für unsere Untergebenen dabei sind. Ja, zum Beispiel sowas. Du nimmst mal den. Genau, du hattest ja Crossbow und Schild, und Dingsens. Jetzt fällt mir den Namen nicht ein. Crossbow und Speer. Ist gut. Nur den Rest können wir verticken. Gibt's recht ordentlich Asche für, würde ich mal sagen. Oliven. Na gut, die habe ich kostenlos mehr oder weniger bekommen. Wir müssen Essen kaufen, tatsächlich. Komm, die Oliven verkaufen wir. So einen netten Helm. Habt ihr aber, glaube ich, alle schon was Besseres. Ja. Schal. Ist auch nichts. Gutes bei bla bla bla. Um Gottes Willen, so viele Hemden. Ich könnte Textilwarenhandel aufmachen. So, wie sieht's mit den Armschienen aus? Ist ein bisschen nervig, dass man sich da halt quasi immer einmal durchklicken muss. Wäre schöner, wenn man direkt sehen würde, jupp, ist für irgendeinen brauchbar von unseren Leuten. Du zum Beispiel. Kriegst die hier. Schuhe haben wir, glaube ich, auch alle schon. Gescheide, meine ich. Das können wir eigentlich, die Schweinchen, die können wir auch mal schlachten. Es geht aber nicht hier im Bildschirm, glaube ich. Und das Schwert. ...76 Cut-Schaden, dafür weniger Swing-Speed. Das ist nicht schlecht, glaube ich. Ich glaube, ich werde das mal ausrüsten. Oh, das ist ziemlich lang. So. Und jetzt haben wir ein bisschen Geld gemacht. Jetzt können wir mal gucken. Erstmal, ob wir hier günstig was zu essen bekommen, was ich bezweifle, weil wir in der Stadt sind. Hier ist immer teuer. Aber wir können dann nochmal gucken, ob wir neuen Händler oder sowas oder vielleicht eine Karawane oder sowas kaufen können. Ist hier irgendwas günstig? Naja, nicht wirklich. Oliven, ja, weil ich sie gerade euch verkauft habe. Für viel zu wenig Geld. 16 für Getreide. Nee, finde ich nicht gut. Wir schlachten jetzt erstmal unsere Schweine. Njam, 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 njam. Schaf. Schlachtet. Ach ne, Fische muss man nicht schlachten. Aber ein bisschen Getreide wäre jetzt nicht so das Verkehrteste. Salz. Grain. Da will ich hin. Getreide ist halt so das Grundnahrungsmittel. Lol. Das ist hier teurer als in der Stadt. Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Okay, die haben hier super viele Felle überall. Ja gut, ganz ehrlich, dann kann ich es auch da kaufen. Und mein Magen sagt mir gerade auch, dass ich Hunger habe. Aber ich warte auf meine Freunde, damit wir zusammen essen können. Das ist so traurig. Aber ich würde jetzt auch nicht einfach ein bisschen... ich würde jetzt auch nicht Getreide essen, einfach nur. Das wäre nicht so gut. So, also Getreide. Für den Preis nehme ich jetzt halt ein bisschen was mit. Ein paar Trauben. Passt.
Gut. Ne, da müssen wir doch noch ein bisschen Geld farmen gehen. Ach du Sch... Mit denen lege ich mich nie an. Julius left the kingdom of the Azarai. Das finde ich aber nicht so nett. Boah, ich würde euch hier gern an... Ach nee, Moment, ihr seid die Falschen. Boah, ich habe Angst. Okay, nee. Ich bleib mal von den fern. Das hat natürlich jetzt einen Vorteil. Warte mal kurz. Hier können wir mal kurz überrennen. Das hat einen Vorteil, dass die da jetzt nach rechts ziehen, weil dann sind sie nicht links. Aber es glaubt dann nicht so einfach. Deswegen gehe ich jetzt schnell mal rüber. Und gucken mal, ob wir da was holen können. Aber erst werden die Looter fertig gemacht. Der hat gesessen. Das ist ein schönes Schwert. Schnörkellos. Mit so einer Fehlschärfe mit Leder umwickelt. Nett. Aber trotzdem, ich hätte jetzt schon gerne mal auch so einen Streitkolben. So einen richtig schönen, wirklich cool vom Pferd aus funktioniert. Aber ich habe ja bisher nur Müll gefunden eigentlich. Was richtig schön schweres. Würde ich mich freuen. Und das war's. Ja, dafür gibt's halt echt kaum Ruhm. Aber warum auch? Wir hauen dir nur irgendwelche armen Seelen tot, die einfach nur ein bisschen am sozialen Leben teilhaben möchten. So, aber immer... Oh, schön. Öl und Oliven. Also Öl ist halt auch in geringen Mengen gut, weil es teuer ist. 100 für geschenkt. Warum nicht? Gucken wir mal, ob wir jetzt hier ein bisschen marodieren können, während die anderen Kollegen da hinten unterwegs sind. Ach, guck mal. Wie schnell bist du? 4-1. 3-9 sind wir nur schnell. Das ist das Problem. 5-9. Ne, wir können sie nicht einholen. Die sind schneller als wir. Wir brauchen Pferde, tatsächlich. Eigentlich müsste ich aufhören, gegen die Landianer zu kämpfen. Dann würde der Pferdemarkt auch mal wieder ein bisschen besser werden, weil momentan sind die Pferde einfach zu teuer. Und wenn halt gekämpft wird, werden die halt auch nicht billiger, ne? Komm, einfach drauf, drauf, drauf. Keine Rücksicht auf Verluste. Stell dir mal vor, in echt, ey. Kommt auf einmal so eine Armee auf dich zugerannt. Und das ist ja tatsächlich auch eher so die Größe, in der Schlacht früher stattgefunden haben. Oder Scharmützel. Es waren ja nicht immer diese Schlachten wie aus, keine Ahnung, Herr der Ringe, in Anführungszeichen. Oder Königreich der Himmel. Oder sowas, wo dann mit Tausenden gekämpft wurde. Nee, es waren ja eher so ein paar Dutzend bis ein paar Hundert, wenn überhaupt. Also das ist ja schon realistischer. Das hat man gerade ganz cool gehört. Da ist ein Projektil auf den Stein aufgeschlagen und ist so drüber geschnappt. Das hat sich cool angehört. Joa. Aber ich würde gerne noch eine Karawane kriegen. Eine richtig schöne, starke Karawane. Mit ordentlich Waren dabei. Weil mit 89 Mann muss ich jetzt nicht anfangen, irgendwie eine Stadt zu belagern oder solchen Quatsch. Wenn ich das mache, bin ich tot. Das war jetzt nicht richtig. Ich habe falschen Knopf gedrückt. Take Hostile Action wollte ich natürlich machen.
Attacke. Ist mir egal. Auf ihr. Ihr Lumpen. Verdient euch euer Brot. Ich vermute mal, dass sie wieder aus der Straße da kommen. Straße, in Anführungszeichen. Jo. Hier immer. Alter, wenn die mit so Speeren kommen, da musst du echt Obacht machen, ey. Okay, die haben jetzt. Die sind gut ausgerüstet. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Bauernmiliz oder sowas. Stopp jetzt. Ist halt auch gefährlich, zwischen den Häusern rumzureiten. Da hast du halt wenig Spielraum. Aber trotzdem, schlagen wir sie in die Flucht. Heroisch. Eigentlich sind wir nicht so wirklich heroisch. Die wollen ja nur ihre Frauen und ihre Kinder und die Hab und Gut verteidigen. Wir sind ja die Bösen eigentlich gerade. By the way, soll jetzt keine großartige Werbung sein, aber wenn ihr auf sowas steht, guckt euch The Last Kingdom auf Netflix an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Das ist eine echt super Serie. Wikingerzeit, so 870, 880, also zeitlich gesehen. Wie das alles sehr schön darstellt, kann ich nur empfehlen. Komm, die nimm mal mit. So, und jetzt heißt's Wartespiel spielen. Ach, guck mal. Das ist Mitspielen. Das Problem ist natürlich, während ich raide, bekomme ich kein Leben zurück. Deswegen wäre das jetzt nicht so gut, wenn da jetzt gleich noch eine größere Armee kommt. Stopp, 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 shut up. Wo habe ich zum Teufel gerade hingeklickt? Ach du Kacke! Ich vermute, dass das Teile einer aufgelösten Armee sind. Ich vermute, dass die nicht weitergekämpft haben da hinten. Ach, komm schon. Gegen einen davon, wie gesagt. Komm schon, komm schon. Yes! Kämpfe ich gerne. Kannst du mir irgendwas zur Schlacht? Nein, kannst du nicht. Ist aber auch egal. Ich habe 47 Leben. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, schönes Feld. Schönes Feld. Die müssen nach oben kämpfen. Das ist immer praktisch. Archers! Hier so schön hinten dran. Und ich befehlige die Kavallerie. Freunde, viel Glück. Man hört so ganz dumpf im Hintergrund den Hufschlag. Galoppierende. Okay, wo sind die Gegner? Ich bin verwirrt. Nicht, dass sie jetzt aus einer anderen Richtung kommen. Ach, guck mal, da sind sie ja. Das wird eine hässliche Schlacht. Also für die. Weil die haben kaum schwere Infanterie, die haben keine Reiterei. Ach du Kacke. Das hätte ich nicht machen dürfen. So, die treffen jetzt gerade auf meine Fußsoldaten. Mein armes Pferdchen. Nö, das hat dir nicht gefallen. Alle am Wegrennen.
Und mit der Kavallerie hole ich mir jetzt die letzten Fliehenden. Das gibt wieder ordentlich Lösegeld. Ah, das neue Schwert ist ganz cool. Weil es so schön lang ist, erwischt sie halt auch mal weiter entfernte Leute. Das war jetzt ein bisschen zu weit. Lasst sie doch nicht durch die Reihen tanzen. Ja gut, das war's. Ich glaube, wir haben keinen Mann verloren. Nö. Und die haben mehr als die Hälfte verloren. Ich bin mal gespannt. Das waren ja irgendwie 108 oder so. Wie viele Gefangene ich jetzt tatsächlich nehme? Weil 61 sind eigentlich mausetot. Ob das Spiel das korrekt macht. Ja komm. Ich habe jetzt gerade allen gesagt, dass sie attacken sollen, weil ich habe keine Ahnung, wie die Gegner sind. Okay, die rennen alle nach der hinten. Und theoretisch könnte man jetzt eigentlich noch den zweiten Trupp da einverleiben. Die 75 anderen Nasen. Rennen. Ach, guck mal. Ist es der eine Kavallerist, der jetzt noch übrig ist, der uns vom Sieg, ja, trennt. You are leaving the area. Ja, ich leave the area. Ja, fertig. Und du bist mein Prisoner. Das hat sich rentiert. Wie weit bin ich mit dem Renown? Immer noch nicht. Ich kann immer noch nicht mehr Leute nehmen. Hillman? Warum habe ich Hillman? Macht doch gar keinen Sinn. Was wird aus einem Hillman? Okay, krass, da können Banner Knights draus werden. Gut. Von mir aus. Boah, ich habe einen riesen Upkeep, Alter. Aber ich habe halt auch mittlerweile eine schlagkräftige Armee. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht unterschätzen. Oh, schönes Schild. Eins. Ist zwar nicht so lang, aber. Passt. Wir reiten zurück. Oh Mann, Frosch im Hals. Wir halten zurück und verticken unser Zeug. Wie gesagt, Upkeep wird uns nach und nach wahrscheinlich auffressen. Okay, gar nicht so viele Leute, die ich vertickern kann. Hä, wo ist der Edelmann? Ah, verdammt, ich glaube, der ist geflohen. Das wäre ärgerlich, aber gut. Oh, so ein Berserker wäre natürlich auch nett in unseren Truppen. Den will ich nicht. Speermiliz könnte mir auch gestohlen bleiben. Infanterie ist mir mittlerweile zu langweilig. Habe ich genug von. Und wisst ihr was? Daher, dass ich nicht aufrüsten kann, entlasse ich die jetzt. Achso, ne, falsch.
Falscher Bildschirm. Ich entlasse die jetzt. Beziehungsweise ich könnte sie... Nee, stopp, stopp, stopp. Wir machen das anders. Wir reiten zurück. Wir können die spenden. Okay, was ist das für ein Effekt? Shield Bearer, reduce the effect of wielding a shield on combat movement speed. Das ist natürlich praktisch. Kavallerie. While mounted, your one-handed weapon damage is increased by 5%. Oh, 5% Movement Speed für unsere Truppen. Das ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Nimm das. Und Scouting. Party Movement. Mehr Geschwindigkeit am Tag oder doppelt so viel mehr Geschwindigkeit in der Nacht. Am Tag. Wobei, eigentlich ist es wurscht. Wir machen... Ist ja genauso viel Tag wie Nacht, oder nicht? Deswegen ist es tatsächlich total egal. Ich mache mal ein bisschen hier noch Fokuspunkte drauf. Gut, traden noch schnell. Achso, das ist mein Säbel. Den verkaufe ich jetzt mal noch nicht. Kann ja sein, dass ich den noch irgendwie noch mal brauchen werde. Ich könnte den natürlich auch einen von unseren Leuten geben, aber... Nee, ist mein Säbel. Alles weg. Die Kohle können wir jetzt halt echt gut gebrauchen gerade. Oh, guck mal. Schöne neue Beinkleider. Krass. Die haben schon ziemlich gute Sachen eigentlich. Die sind sogar ziemlich gut ausgerüstet. Sehr schön. Ja, Pferde sind momentan hier so ein bisschen Mangelware, wie ihr seht. Azarel Horses oder Desert Horses, die kriegst du normalerweise, also wenn das noch der übliche Preis ist, in Friedenszeiten für 200, 300 höchstens. Deswegen, wir gehen erstmal runter. Und das ist auch das Letzte, was ich tue, hier runter zu reiten. Das ist quasi wieder im Ausgangspunkt der Folge. Nur gucken, ob wir hier irgendwo nochmal günstig ein paar Pferde erstehen können. Ich vermute es nicht. Da müssen wir weiter runter noch, wenn überhaupt es momentan günstige Pferde gibt. Deine 65, nee, ist mir eigentlich immer noch zu teuer. Aber hier können wir zumindest ein paar Truppen donaten. Und dann nehmen wir jetzt nämlich den Raider und den Raider, Sea Raider Chief. Die will ich nämlich nicht mehr haben. Und damit machen wir uns sogar noch beliebt. Jetzt können wir nämlich hergehen und die interessanten Truppen in unsere Armee holen. Der hat zum Beispiel eine lange Stangenwaffe, das ist immer ganz gut. Nee, Moment. Entschuldigung, falsche Richtung. Also erstmal Berserker, den wollte ich haben. Dann die Ritter, die werden interessant. Sehr schön. Uns ist zwar insgesamt jetzt erstmal geschwächt, aber guck mal, wir haben schon auf jeden Fall einen dazu bekommen. Nur weil ich, also einen können wir jetzt mehr rekrutieren, nur weil ich so ein paar Hansels gespendet habe. Das ist super praktisch, die Mechanik. Da will ich kurz noch hinreiten. Es gefällt mir nicht, dass die hier unterwegs sind. Aber da bleibe ich jetzt erstmal weg. Byproducts, das will ich tun. Boah, nee, das ist mir zu teuer. Tut mir leid. Gut, dann war es das nämlich für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.